Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, liebe Freunde Schillers. Ich darf Sie im Namen der Projektgruppe Alle Menschen werden Brüder herzlich begrüßen und Ihnen einen unterhaltsamen Abend hier in Kahnsdorf wünschen. Körner und Schiller, in diesen Mauern, dort drüben, ja, am 1.7.1785, vor genau 235 Jahren. Ein Sonntag, wie geschrieben, ein wunderbarer Sommertag. In den Stunden dieses Tages änderte sich Schillers Leben vollständig. Der Dichter stieg wie ein Phönix aus der Asche zu seinen größten Werken empor. Die Ode an die Freude, die Beethoven zu seiner 9. Symphonie anregte, die wir alle auch als Europahymne zum Teil kennen, war eines der Ergebnisse dieser Stunden in Cransdorf. Was hat nun diese Begegnung mit meiner Bergmannsuniform zu tun? Das ist leicht beantwortet. Es ist der Feuervogel Phönix, als der sich Schiller vor 235 Jahren aus den Trümmern seines bisherigen Lebens erhob. Zu ungeahnter Höhe, werden wir gleich hören. Und es ist ein Feuervogel Phönix, als dass sich Cransdorf seit einigen Jahren aus dem Feuer der Bergbaufolgelandschaft erhebt. Das ist das Verbindende, dieses Gefühl der Veränderung. Ein Wunder, man mag daran glauben oder auch nicht. Aber eines steht fest. Damals wie heute ist es bürgerschaftliches Engagement, das die Welt bewegt und den Feuervogel starten lässt. So viel also zu der Gestalt aus der griechischen Mythologie zum Feuervogel Phönix. Vielleicht liest dieser oder jener doch nochmal nach und schaut sich die Bedeutung des Feuervogels an. Aber nun weiter zum Teil 1 und 2 unserer Lesung aus dem Buch Das Traute Du. Viel Vergnügen wünscht Ihnen Michael Botkownik. Zitat von Friedrich Schiller. Wenn ich mir denke, dass in der Welt vielleicht mehr solche Zirkel sind, die mich lieben und sich freuen, mich zu kennen. Dass vielleicht in 100 Jahren, wenn auch mein Staub schon lange vom Wind fortgetragen, mein Andenken segnet und mir noch im Grabe Tränen und Bewunderung zollt, dann freue ich mich meines Dichterberufes und versöhne mich mit Gott und meinem oft harten Verhältnis. Goethe am Grab des Freundes, 9. Mai 1805. Zum Höchsten hat er sich emporgeschwungen, mit allem, was wir schätzen, eng verwandt. So feiert ihn. Denn was dem Mann das Leben nur halb erteilt, soll ganz die Nachwelt geben. Im Januar 1785 erreichte ihn ein zweiter Brief. Diesmal direkt von Körner, der ihm dringend empfahl, wenn er weiter an seinen Werken arbeiten wolle, nach Leipzig zu kommen, wo ihn ein Zirkel begeisterter Anhänger erwartete. Diese Zeilen waren der Auslöser, Mannheim zu verlassen. Oder floh er doch nur vor den Avancen seiner Freundin Charlotte von Kalb, die ihm beim letzten Besuch unumwunden die Ehe zu dritt angeboten hatte.
Jedenfalls wollte er jetzt dem Radkörner folgen und Mannheim im März Richtung Leipzig verlassen. Alea jagta est. Sein Rubikon war überschritten, der Würfel war gefallen, der Weg nach Leipzig war frei. Die Sachsen empfangen ihn mit offenen Armen. Bald ist er gern gesehen in den gastlichen Häusern der Stadt. So denkt er mit wachsendem Vergnügen, unbewundert, den besonderen Lebenssinn des freiheitlichen Völkchens. Jener Ferdinand Huber lacht, er ist ein echter, solcher Vertreter, wie der heute mit dem Schwarzen Reiter umgegangen ist. In der frühen Morgensonne des 1. Juli 1785 waren sie, Dora und Minna Stock, Ferdinand Huber und er in Gohlis nach Karnsdorf aufgebrochen. Mit einem solchen Gesang auf ihren Lippen rollen sie bald darauf hinunter nach Karnsdorf und langsam auf dem Gutshof zu. Trotz hängt die Bedrohung durch den Württemberger noch immer wie das Schwert des Damokles nur von einem Rosser gehalten über ihm. Doch die unguten Gedanken werden nicht heimlich. Vor so schöner Kulisse, ja, Karnsdorf, der traute Ort im Sonnenschein. Und ihr Spaziergang am Vormittag inmitten der Felder und Wiesen. Ihr Verweilen an den dunklen Ufern der Wirra, die mit ihren murmelnden Fliesen Märchen zu erzählen scheint. Und all die Menschen, die in ihrem Tagwerk ein Gedicht soll dieser Hoffnungsort gewidmet sein und vor allen Dingen seinen Freunden zugeneigt sein. Ein Vortrag an der Kaffeetafel und später, wenn Körner aus seinem Dienst zur Dresden eintreffen wird, auch vor dessen edlen Herzen. Wieder schweifen Schillers Gedanken zurück an die Mittagstafel. Und er sieht den Tausendsasser Ferdinand, wie er am Tisch sitzt oder er steht, oft laut deklamierend und seine vor allen Dingen die Verse des Gastes vortragen. So flüssig und überzeugend, als sei er der Verfasser, als seien sie aus seiner Feder. Mein altes Trinklied an die Freude, so denkt Schiller, beherrschen die Leipziger auf jeden Fall sehr gut. Die Noten von Körner und Dora gesetzt verleihen ihm den rechten Schwung. Da kann ich mit meinem Karnsdorfer Elysium mithalten, reflektiert der Dichter, erhebt sich und folgt dem Ruf des Hausdieners. Er tritt aus dem Gartenhaus, sieht die festlich gedeckte Kaffeetafel, seine neuen Freunde und ein Hochgefühl sagt ihm, hier habe ich endlich eine neue Heimat gefunden, in der ich ohne Bedrückung arbeiten kann. Schnell erreichen die Ankommenden die kleine Brücke und stürme geradezu in die Arme der Tafelgesellschaft. Einer von ihnen, groß gewachsen, in Reiterstiefel und Mantel, schwenkt seinen Hut, der andere, etwas rundlicher, hält sich bescheiden im Hintergrund. Minna und Dora laufen jubelnd, es ist die Freude, endlich vereint zu sein. Denn Ankömmlinge entgegen fallen ihnen um den Hals. Christian Körner, kein anderer ist es. Er schwenkt die jungen Frauen, die eine links, die andere rechts, und ruft voller Ungeduld, wo ist mein Schiller? Den Hausherrn begrüßt Körner, wie es in der Regel verlangt. Doch ist es schon beim zum Gruß Freund Gottlieb geblieben und die Ungeduld zu spüren. Ihn mit großen Schritten treibt es zu Freund Schiller, endlich in die Arme zu schließen. Was der Gottlob Ernesti mit einem verständnisvollen Lächeln quittiert und seinerseits den schüchternen Göschen herzlich willkommen heißt. Ferdinand und Pfarrer Moosdorf,
Die Weinpokale der Rechten bekommen nicht mehr als pflichtig die grüßende Hand Körners zu sehen. Während die beiden den Rebsaft erneut durch die Kehle rinnt, stehen sich erstmals zwei Männer gegenüber, die geeignet sind, die Geschichte einzugehen. Sie legen einander die Hände auf die Schulter und genießen das beredete Schweigen, einander fest in die Augen sehen. Diese ihre erste persönliche Begegnung. Liebster Schiller, wie sehne ich diesen Augenblick herbei, euch, verehrter Genius, in die Arme schließen zu können. Glaubt mir, dies ist die Reise von Dresden hierher in das irdische Karnsdorf wie ein Adlerflug gleich. Er zieht den schwäbischen Dichter, der ihn um Haupteslänge überragt, in seine Arme. Schiller erwidert diese Geste, obwohl die Verlegenheit ihm anzumerken ist. Er so versucht, von der aufsteigenden Rührung abzulenken, die ihm die Augen feucht werden lassen. Ich bitte euch, was soll Minna denken, wenn ihr mich nach so langem Aufenthalt in Dresden so überschwänglich begrüßt? Da allein ihr diese Herzlichkeit zukommen sollte. Ich bin ihr herzlich zugetan und werde die kommenden Stunden und Jahre an ihrer Seite verbringen. Christian Körner nickt seiner Minna voller Liebe zu. Bester Freund, ihr Lieben, mich trieben auf meiner Reise eine wichtige Gedanken. Unsere Freundschaft. Christian, jetzt neben seiner Minna sitzen, deren schönen Züge in einem zarten Rot schimmern, erhebt sich, legt seine rechte Hand auf ihre Schulter und verkündet feierlich: Meine Minna und ich werden ebenso wie du, Ferdinand, und du, liebe Dora, im August in der Dresdner Frauenkirche heiraten. Der aufkommende Jubel am Tisch wird mit einer konsistorialen Handbewegung von Christian unterbunden. Denn der Oberkonsistorialrat im sächsischen Diensten, der er ja war, wendet sich nun an den Dichter. Und euch, lieber Schiller, wollen wir bitten, unser Trauzeuge zu sein. Jetzt war dem Jubel kein Ende. Gläser und Herzen fliegen gleichermaßen aufeinander zu. Während die ersteren erklingen, wie Ferdinand zuvor gesagt hatte, schlagen die Herzen, als können sie der Enge der Brust entspringen. Christian Körner hat Mühe, die Tischrunde zu erneuter Aufmerksamkeit zu bewegen. So hört doch den zweiten und dritten Gedanken, ruft er fröhlich über die Köpfe hinweg. Der Meister der Dichtkunst kann, solange er eben will, in Dresden verbleiben. Es ist für ihn und auch für seinen uneigennützigen Freund Andreas Streicher Sorge getragen. Um Unterkunft und Versorgung in unserem Weinberghaus in Loschwitz, am Ufer der Elbe. Während alle begeistert auf diese Ankündigung reagieren, sitzt Schiller sehr nachdenklich am Tisch unter der Kastanie. Ein letzter Sonnenstrahl fällt auf sein Gesicht und es ist nicht zu unterscheiden, ob die Röte seiner Wangen von diesem herrührt oder von den Gedanken, die bei seinem Freund und Begleiter Streicher weilen. Ja, mein Andreas, reflektiert Schiller, mein Andreas, der mit mir nach Mannheim floh, der mir sein geringes Erbe und sein Ersparnis lieh, der in Oggersheim zurückbleibend mit Klavierunterricht sein Leben bestreitet, obwohl er nach Hamburg wollte, um bei Emanuel Bach Unterricht nehmen zu können. Oh, dieses unselige Geld! Als hätte Christian Körner die schwermütigen Gedanken von der Stirn des Genius abgelesen, erklärt er weiter. Ich habe nicht für umsonst den Jungverleger Göschen mitgebracht. Der hat einiges zu sagen, was die Freiheit des Schaffens betrifft. Der Angesprochene erhebt sich sogleich, verneigt sich in die Runde und erklärt: Lieber Christian, ich danke für diese Begegnung. Und euch, lieber Schiller, kann ich unumwunden erklären, dass ich ab sofort euer Werk verlegen werde. Und vor allen Dingen für die rechtzeitige und verantwortbare materielle Absicherung tätig werden will. Weiß ich doch, wie finanzielle Not des Dichters Gedankenfluss bremst.
Dies kaum ausgesprochen bewirkt, dass sich alle erheben und einen Toast ausbringen auf diese glückliche Stunde. Und während Jubel und Gläserklang hinaufziehen in Äste und Zweige der uralten Kastanie, formt sich im Schlag des Dichterherzens ein erster unvergänglicher Vers, den er, wäre nur Papier und Tinte vorhanden gewesen, aufgeschrieben hätte. Eine Weile hören Sie den weichen Klängen nach. Dann beginnt der Oberkonsistorialrat erneut. Wie lange mussten wir auf diesen Tag der Begegnung, der Erfüllung unserer Freundschaft warten? Auf dieses erste persönliche Gegenüberstehen, teuerster Freund. Langsam löst Christian Körner seine Hand von der Schulter Schillers. Ich glaube, dass das Hochgefühl dieser Stunde dazu geeignet ist, dir, lieber Friedrich, das vertrauliche Du anzubieten. Schiller schweigt vor Ergriffenheit. In seinem Herzen lauscht er dem nach, was ihm da angeboten wurde. Seit einem Jahr fühlt er sich getragen vom Edelmut Körners. Er fühlt die Heimat in der Runde der Freigeister. Danke, lieber Christian, antwortet er. Fühlt er seinen Herzschlag in der bebenden Brust. Es scheint die rechte Stunde für diesen vertraulichen Beweis zu sein. Für das Du in unserer Beziehung. Lieber Christian, du gibst mir die Freiheit, die mich schaffen lassen wird. Schaffen, frei von Bedrängnissen und Seelennot. Dafür sei mein bester Dank, den ich dir bieten kann, die Arbeit am Werk für die Menschen. Sie frei zu machen, wie du mich durch deinen edlen Großmut frei machst. Unser Bündnis weist weit in die Zukunft, das weiß ich, und begründe es mit deinen bis dato erschienenen Werken und denen, die noch in deiner Feder stecken. Die Jugend frei zu machen, sie zu bestärken, immer wieder an der Ordnung ihrer Väter zu rütteln und dadurch die Welt zu verändern, zu gestalten in neuen Generationen. Bestärken wird es auch die Dichter und Gönner, die uns nachfolgen. Auch sie werden Kraft ziehen aus unserer Allianz. Einige Augenblicke später ist gleichsam mit dem Abendhauch der Zauber gewichen. Hat eine feierliche Stille, die über der Landschaft lag, Platz gemacht. Und nur von fern klingt Mozarts Melodie im Gleichklang mit dem aufkommenden Gesang der Nachtigall. Thank you.
Das war's im zweiten Teil der Lesung. Und wir haben aber, wie ich vorhin schon ankündigte, noch ein kleines Schmeckerchen obendrauf zu packen. Das Schmeckerchen wird uns ein Quartett aus dem zu gründen Chor, Projektchor, der zum Projekt Alle Menschen werden Brüder gehört. Es werden uns zwei Varianten der Ode vorgetragen, einmal eine von Beethoven und einmal von Schulz. Ich wünsche viel Vergnügen und Freude. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Leide Zauber, minder Miene, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, Boden sanfte Flüge weit. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, Boden sanfte Flüge weit. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele seinen Taub den Erden ruht, und wer's nie kommt, der stille meinen sich aus diesem Bund. Ja, wer auch nur eine Seele seinen Taub dem Erden ruht, und wer's nie kommt, der stille weinen sich aus diesem Bund. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten wonnetrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wollen sanfte Flügel weit. Seid umschlungen Millionen, seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder über Sternen zählt. Muss ein lieber Vater wohnen, muss ein lieber Vater wohnen. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele seinen Tauf dem Reden rund, und wer's nie gekonnt, der stille weinen sich aus diesem Bund. Was den großen Ring bewohnet, was den großen Ring bewohnet, huldige der Sympathie, zu den Sternen leite sie.
der Unbekannte thronet, wo der Unbekannte thronet. Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Wesen folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, einen Freund geprüft im Tod. Wollust im Wurm gegeben, und der Cherub steht vor Gott. Ihr stützt nieder Millionen, ihr stützt nieder Millionen. Alles du, den Schöpfer Welt, such in ihren Sternen Zelt. Über Sternen muss er wohnen, über Sternen muss er wohnen. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament. Sphären rollt sie in den Räumen, die des Seers Rohr nicht kennt. Froh wie seine Sonnen fliegen, froh wie seine Sonnen fliegen. Durch des Himmels prächtigen Plan laufet, Brüder, eure Bahn. Freu dich wie ein Held zum Siegen, freu dich wie ein Held zum Siegen. Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an. Zu der Tugend steilen Hügel leitet sie des Duldes Bahn. Auf des Glaubens Sonnenbergen sieht man ihre Fahnen wehen. Durch den Riss gesprengte Särge sie im Chor der Engel stehen. Duldet mutig Millionen, duldet mutig Millionen. Duldet für die bessere Welt droben über Sternenzelt. Wird ein großer Gott belohnen, wird ein großer Gott belohnen.